Und dann kommt wieder Kruse an den Ball. Kruse mit dem Schluss. Und dann Doppelpack Grischa Prömel. Grischa, mein Rechercheteam im Hintergrund hat alles durchforstet. Ein Doppelpack Grischa Prömel wurde noch nicht gefunden. Ist das tatsächlich der erste? Ja, das ist ein kleines Wunder heute. Und es ging los erst einmal mit den Gastgebern. Leverkusen in der Anfangsphase etwas dominanter. Dann ein Freistoß für Leverkusen. Wir sind schon in der 38. Spielminute. Ein langer Ball von dem herbei auf Schick. Schick mit einer guten Annahme. Dann ein Doppelpass. Eine klasse Parade von Luther. Aber Schick nutzte die Abpraller-Chance zur Führung. 45. Spielminute. Der erste Abschluss für Union und das gab am Ende den Ausgleich. Was für ein Ding. Grischa Prömel staubte ab. Ein wunderbarer Torschuss von Christopher Trimmel, den Leverkusens Keeper Radetzky halten konnte. Und dann waren sie zur Stelle. Keine Abseitsposition von Behrens, der heute in der Startelf stand. Sein Kopfball dann wiedergehalten von Radetzky, aber Prömel staubt ab. So ging es dann mit einem 1:1 in die Halbzeitpause. Herzlichen Glückwunsch, 250. Spiel für Union Berlin. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Nee. Wie fühlt es sich an? Sehr gut. Ich glaube, ja, ist eine ordentliche Zahl. Ich glaube, ja, wenn man so lange im Verein ist und vor allem, was man schon alles erlebt hat, macht das schon einen stolz. Vielleicht noch ein Wort zum Doppeltorschützen? Na, wichtig. Ich glaube, er hat schon oft bewiesen, dass er torgefährlich ist, auch heute. Man muss auch richtig stehen, von dem her ist das auch eine Qualität und freut mich sehr für Grischa. Kruse und dann keine Abseitsposition von Grischa Prömel, sein erster Doppelpack überhaupt in seiner Karriere. Eigentlich beide Halbzeit irgendwie gespiegelt. Erste Halbzeit Leverkusen ein bisschen mehr am Drücker, wir nicht ganz so gut. Zweite Halbzeit wir deutlich besser. Leverkusen dann erst wieder gegen Ende. Wie kommt es zustande? Ja, hängt glaube ich viel mit Mut zusammen. In der ersten Halbzeit waren wir nicht so griffig. Mit Ball einfach zu schnell die Bälle wieder hergegeben. Das war dann in der zweiten Halbzeit deutlich besser. Also dann merkt man auch, dass wir hier in Leverkusen auch Paroli bieten können, dass wir ja über weite Strecken dann auch die bessere Mannschaft sind, am Drücker sind, weil wir einfach mutig sind, jeder den Ball haben will und die Bewegung stimmt. Von dem her, ja, ärgerlich, dass es nicht zu 3 Punkten reicht, aber ich glaube, trotzdem ganz ordentlich ins Jahr gestartet. Leverkusen mit etwas mehr Möglichkeiten, aber die Defensive stand und wenn sie mal nicht stand, dann war eben Andreas Luthe da, aber Union spielte auch weiter nach vorne durch Max Kruse. Kruse haut das Ding an die Latte in der 79. Spielminute. Das war fast das 3:1. Das wäre sicherlich die Entscheidung in dieser Partie gewesen. So drängte Leverkusen natürlich weiter auf den Ausgleich. Sie hatten dann auch die ein oder andere kleinere Möglichkeit. Bellarabi war eingewechselt worden und Jonathan Tah steht völlig frei am 5-Meter-Raum und köpft den Ball in die Maschen. Aber Union ließ sich überhaupt nicht beeindrucken. 89. Spielminute, Kruse mit einem ganz starken Pass auf Vogelsanger. Vogelsanger, der eingewechselt worden war, mit dem Abschluss. Und Radetzky konnte hier noch mit den Fingerspitzen den Treffer von Vogelsanger verhindern. Also dieses 2:2 machte überhaupt nichts. Union spielte in der Schlussphase nach vorne. Wir sind bereits in der dritten und letzten Minute der Nachspielzeit. Ryerson auf Öztunali. Öztunali nochmal rüber zu Oczipka, der schon in der ersten Halbzeit eingewechselt worden war. Und der haute das Ding an den Pfosten. Ein Punkt, wieder ein später Gegentreffer, aber eigentlich, ich bin zufrieden mit einem Punkt in Leverkusen. Du auch? Ja, natürlich, in Leverkusen muss man mal einen Punkt holen. Ich glaube, es war auch gerecht, obwohl wir jetzt gegen Ende sehr viele Torchancen hatten, aber die erste Halbzeit war ja nicht gut von uns, von dem her gerechtes Unentschieden und ich glaube, auf die Leistung können wir aufbauen, vor allem zweite Halbzeit. Ja, am Ende ist es natürlich immer bitter, wenn man so spät noch einen Ausgleich fängt, gerade weil es in der Phase war, wo wir, glaube ich, am Drücker waren, wo wir gute Umschaltaktionen hatten, gerade über Basti, der einen Pfosten trifft, über Levin, der das eine oder andere Mal vorne aufgetaucht ist. Von dem her schon ein Stück weit ärgerlich. Klar, aufgrund der ersten Halbzeit dürfen wir uns, glaube ich, über das Ergebnis nicht beschweren. Definitiv. Man kennt es ja ab und zu mal bei Instagram, sieht man so einen unterschriebenen Spielball von allen Mitspielern für den Hattrick. Reicht das bei Grischa Prömel auch im Doppelpack? Oder?
Nee, ich glaube nicht. Also beim Torjubel kam der Rani schon angerannt und hat gesagt, Junge, noch ein Ding und dann nehmen wir den Ball mit und legen dir vorne in den Fort rein. Ja, hat leider nicht gereicht, deswegen vielleicht irgendwann nochmal. Gibt ja noch ein paar Spiele, danke dir. Ja, sehr gerne.